Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Wir stehen hier ganz im Süden Italiens, haben jetzt gerade ein Nickerchen gemacht und ein bisschen schief eingeparkt, aber egal. Wir brauchen Ladung. Und zwar Ladung in Richtung München. Oder so irgendwie die Richtung mal auf jeden Fall, ja. Könnte natürlich gucken, ob es was. Wo gibt's denn was? Hoch nach Schweden. Helsingborg. Brest. Toulouse. So viel zum Thema München. Lyon. La Rochelle. Frankreich gab es aber doch auch zwei Ziele. Das war einmal Reims. Reims und Lyon. Wir müssen gerade mal gucken. Spezialtransporte. Was haben wir denn? Nantes. Und rein. Okay, Nantes. Frachtmarkt. Nantes. Wo ist Nantes? Lyon. Toulouse. Entschuldigt bitte meine Frankreich-Kenntnisse. Rest, Paris, da ist Rhein. Da. Da gibt es im Moment überhaupt keine Aufträge, ne? Nee. Wir kämen bis nach Toulouse. Aber ein ganz schönes Stück weg von Reims, oder? So nach Brest, das ist aber auch ein ganz schönes Stück weg. Was haben wir denn hier noch in der Gegend? Nix. Napoli, da gäbe es wieder ein paar Aufträge. Da müssten wir halt hinfahren, ne? Island, Finnland, Schweden, D war da doch gerade, Frankfurt. Besser wäre natürlich Köln oder so, ne? Oder halt München, wie gesagt. Nach Lille. Der wäre natürlich auch nicht uninteressant. Antwerpen. Belgien war, glaube ich, auch irgendwas, ne? Gab es auch eine Stadt, aber der ist relativ schlecht vergütet. Clermont. Das war wieder weiter weg von Rhein. Was haben wir da? Oh, das ist ganz im Süden Frankreichs, okay. Palermo. Das ist genau da, wo... Nee. Oder wir fahren nach Venezia und gucken, dass wir von da was Richtung München oder so kriegen. Oder wir nehmen wirklich den hier nach da oberhalb von Rhein. Das war der hier, glaube ich, ne?
Ne, wo war denn das? Finnland? Polen? Da, nach Lille. Ich glaube, den nehmen wir. Der ist auch einigermaßen gut vergütet. Ich hoffe nur, wir kommen rechtzeitig hin. Als Navi-Ziel einstellen. Was sagt das Navi? 6 Stunden, das schaffen wir. Okay. Dann starten wir durch. Und schauen, dass wir den Auftrag kriegen. Sechs Stunden ist okay. 13 Stunden ist der Auftrag noch da. Das passt. Jetzt müssen wir hier nur wegkommen, ohne da irgendwas kaputt zu machen. So. Tor geht auf. Sehr schön. Und dann fahren wir mal los. Jetzt haben wir noch, oh, könnten Licht anmachen, ne? Das wäre eine echte Option. Ausgeschlafen sind wir. Und dann sehen wir zu, dass wir den Auftrag kriegen. Und dann können wir dort, wenn wir dort sind, gucken, ob wir da irgendwie nach Reims, also es ist ja nicht weit weg von Reims, wie auch immer das ausgesprochen wird, ich sage einfach Reims, dass wir dort vielleicht dann einen Auftrag, so einen Schwertransportauftrag kriegen. Oder Belgien gibt es ja auch die Stadt, die das, müssen wir da mal schauen. Ich hoffe, es gibt dann da welche. Wir sind mal wieder zu schnell unterwegs. So als dezente Anmerkung. Hier macht es das Fahren einfacher, weil die anderen da können wir nicht. Wir können nur diese eine Strecke. 70. 70 ist gut. Die fahren wir nämlich eh. Ja, dann werden wir heute wahrscheinlich weitestgehend ohne Ladung fahren. Weil 6 Stunden, das könnte gerade reichen, bis dass wir dann am Ziel sind. Also am da, wo wir die Ladung holen wollen. Gehen wir wieder auf 80. So. Lassen wir es rollen. 6 Stunden Fahrzeit, wie gesagt. Ja, das dürfte die heutige Folge gut füllen. Dann fahren wir einfach mal ohne Ladung. Hatten wir auch noch nicht oft. Laut. Sind wir ohne. Mal ein ganz anderes Fahrgefühl dann. Aber war, denke ich, das einzig Sinnvolle, dass wir mal in die Richtung kommen, wo wir auch Schwertransporte machen können mit Begleitfahrzeug. Das wird bestimmt interessant. Freue ich mich schon sehr drauf. Ich hatte nicht erwartet, dass das so kurz nach dem Italien-DLC schon kommt. Liste uns rein. Ja. Es hilft aber nicht viel, weil da ist es auch nicht schneller. Was macht ihr Jungs da vorne? Jungs und Mädels. Ich habe einen Auftrag abzuholen. Gib mal Gas. Ich dürfte 80 fahren und kann es nicht.
ist immer ärgerlich. Was sind denn da für Schnarchnasen unterwegs? Ich könnte es natürlich ganz frech auf der Standspur überholen. Aber das mache ich nicht. Da ist frei. Reihen wir uns in den rechts besser fließenden Verkehr ein. Tadam, tadam, tadam. So wirklich vorwärts kommen wir hier nicht, ne? Ist gerade ein bisschen viel Verkehr. Ich hoffe, das biegen mal ein paar ab. Sei es auf den Rastplatz oder welche Spur ist jetzt schneller? Keine wahrscheinlich. Zweifelsfall keine. Jetzt gibt es einen Grund, dass wir hier rüberfahren. Nee, tut's nicht. Ach, ist doch alles. Ach ja, wenn man so gar nicht durchkommt, ist das schon ein bisschen doof. Wenn man hier so komplett ausgebremst wird. Jungs, fahrt doch mal. Vorn machen wirklich wieder so ein richtiges Elefantenrennen, wie man es so kennt. Was auch die meisten Autofahrer extrem nervt. Wenn der eine mit 2 km/h Geschwindigkeitsüberschuss in Anführungszeichen den Nebenmann überholt. Das ist dann nicht so toll. Wenn sie wenigstens die 80 fahren würden, aber nicht mal das tun sie. Das ist dann ein bisschen ätzend. Und die Polizei ist hinten dran. Ey, zieh den mal raus, der da so langsam überholt. Wobei, ist das in Italien verboten? Ich weiß es gar nicht. In Deutschland ja, da braucht man entsprechend höheren Geschwindigkeitsüberschuss. Wobei, wenn man so langsam überholt, muss halt wirklich die Polizei zufällig gerade dahinter sein, sonst hat man da auch eher keine Strafe zu erwarten. Aber im Spiel hilft das natürlich auch nicht. Die ziehen ihn natürlich nicht raus. Oh je, das kann noch dauern. Das kann noch richtig dauern. Nun ja, ist halt so.
ist einfach so. Haben wir eigentlich Hörner? Ne, haben wir gar nicht. Nur Hupen. Können nur machen. Klingt doof. Klingt nicht wirklich toll. Mal schauen, was das heute noch wird hier. Ob wir da jemals nochmal wieder rauskommen oder ob wir vorher abfahren müssen. Ich fürchte ja Letzteres. Stau. Naja, mehr oder weniger Stau. Aber wir werden schon ausgebremst. Napoli, da wollen wir ja hin. Nicht um was zu essen, Spaghetti Napoli, sondern um Ladung zu holen. Bari, da waren wir ja. Rom wäre natürlich auch nochmal interessant, da müssen wir auch nochmal hin. Ach, so viele interessante Neuheiten, man kann sich gar nicht entscheiden. Machen wir erst einen Schwertransport und dann gucken wir, dass wir nochmal wieder nach Italien, nach Rom oder so kommen. Da hätte ich auch Lust drauf. War schon mal in Rom, viele Jahre her, muss ich zugeben. Gut, 30. Wird ja dann mal wieder Zeit, dass man da mal wieder hinkommt, ne? Ins schöne Rom. Bin mal gespannt, wie sie das hier umgesetzt haben. Wobei, wie gesagt, erst machen wir jetzt mal den Schwertransport. Und dann gehen wir mal nach Rom. Wird also noch ein Weilchen dauern. Aber so ist es halt. Ich kann mich nicht dahin beamen. Will es auch gar nicht. Wir wollen ja auch Italien was kennenlernen. Können halt auch nur eine Neuheit nach der anderen zeigen, ne? Ist natürlich dann einfach für die, die einen Livestream machen, weil den kann man halt auch mal 2, 3, 4 Stunden machen. Da kommt man natürlich ganz andere Strecken. Also kann man sehr viel weitere Strecken fahren, als ich das hier immer in den YouTube-Videos machen kann. Also mit 20 bis 30 Minuten kommt man halt nicht so weit. Und da ist man dann schon ein bisschen gehandicapt, was das angeht. Halleluja, es ist frei. Wie konnte denn das passieren? Jetzt gehen wir mal zügig an den LKWs hier vorbei. Jetzt mal wieder ein bisschen was aufholen. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht groß geblitzt.
Boah, was eine LKW-Schlange. Wahnsinn. Der Wahnsinn. Und den würde ich jetzt gerne noch vorbeikommen. Und dann wieder gemütlich auf die 80 zurückfallen. Und ich kann gerade nur hoffen, dass es bis dahin nicht irgendwie Klingeling macht. Weil einmal Polizei hier unterwegs war. Napoli geradeaus. Tadam, tadam. Ein Volvo. So, jetzt können wir. Upsa, Tempomat reingehauen und der ist gleich erstmal in die Bremse gegangen. Hätte ich hier abbiegen müssen. Ich hole Nuss. Hätte ich. Halleluja, mal wieder den Abzweig verpasst. Doof gelaufen. Von der Zeit her reicht es auf jeden Fall noch. Ja, okay, dann geht die Folge heute ein bisschen länger. Ich nehme mal an, da habt ihr nicht viel dagegen. Mal wieder nicht aufs Navi geguckt. Ja, hier kann ich nicht runter, weil dann komme ich nicht wieder drauf. Da fehlen jetzt so diese klassischen Autobahnkreuze, wie wir sie in Deutschland kennen. Wo ich dann mal schön so drehen kann. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Zeit haben wir zum Glück genug. 13 Stunden waren es noch, jetzt kommen wir dann auf ungefähr 10. Das geht noch. Gibt Schlimmeres. Und ja, ist halt so. Auftrag kriegen wir, das ist das Wichtigste. Ja, und wir wollten ja eh Italien erkunden, ne? Dann sehen wir jetzt noch ein bisschen mehr. Von dem schönen, sonnigen Italien. Wie spät haben wir eigentlich? 7.02 Uhr. Ist ja früh am Morgen, das ist gut. So, jetzt muss ich aber mal gucken, wo wir dann hin müssen. Jetzt fahren wir auch noch durch eine Mautstation. Halleluja. Und? Ging gut. Ups. Den habe ich gar nicht gesehen. Das war jetzt ein bisschen ja, so wie man es nicht machen sollte, ohne in die Spiegel zu guckeln, durch Fädel guckeln, genau, gucken, sich da durch zu fädeln und hoffen, dass alles andere bremst. Altstatione. Thank you.
Visa Card Telepass. Haben wir einen Telepass? Ich glaube ja. So, Maut bezahlt. Wir sind jetzt in Napoli. Wir müssen hier runter. Wir sind in Napoli. Warum sollen wir da wieder weg? Hm. Wo wollen wir denn hin? 3 Stunden. Muss jetzt mal kurz einen Stopp machen. Wo will uns das denn hinführen? Ach, dahin. Das zählt auch noch zu Napoli. Okay. Gut, ja, da hätten wir abbiegen müssen. Voll vergeigt. Ja. So. Hier müssen wir zahlen, also Ticket ziehen, ne? Egal. Mit Eingabe bestätigen. Napoli Nord. Ah, okay. Da wollen wir hin. War die Beschilderung zumindest, ja, nach der ich gefahren bin, gar nicht mal falsch, weil es ging ja tatsächlich hier nach Napoli. Dass wir da nicht hin mussten, ist ein anderes Thema. Aber gehen wir hier wieder auf Telepass. Ich hoffe, es ist egal, was man wählt. Jawohl. So. Jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Kurs. Oder noch auf dem Weg zum richtigen Kurs. Oh, mehr haben wir nicht. Mehr Gänge haben wir nicht. Zumindest nicht nach oben hin. Ja, die Ladung, die holen wir heute auf jeden Fall noch. So viel Zeit muss sein. Dann haben wir noch 4 Stunden, 2 Stunden, dann haben wir noch 2 Stunden, bis wir pennen müssen, aber ja. Vorher pennen geht nicht, weil dann ist die Ladung weg. Holen müssen wir sie schon noch und können uns dann irgendwo hin legen und ein Nickerchen machen, ne? Sonst hätte ich es natürlich gerne vorher gemacht, aber was nicht geht, das geht nicht, ne? So, Catasaro. Oh, 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 oh. Warum steht er da? Oh. Sind die sich ein wenig zu nahe gekommen?
So, wir müssen jetzt hier abbiegen, ne? Genau. Jetzt sind wir richtig. Nicht, dass wir nochmal ein paar Stunden dranhängen, weil dann haben wir es so erfolgreich vergeigt. Weil dann dürften wir den Auftrag auch nicht mehr kriegen. Sagt, die vier waren jetzt noch im Rahmen. Das ist schon eine interessante Verkehrsführung, die wir hier haben. Gibt es die da so tatsächlich? Postiglione. Wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen. Aber ich kann kein Italienisch, nie gelernt. Und sprachlich, also Sprachen sind eh nicht so meins. Oh, stopp. Das Schild kenne ich. Ja, wenn wir jetzt noch im richtigen Gang wären, wäre es perfekt. Besser. Tadam, tadam. Jetzt haben wir es dann gleich geschafft. Stündchen noch. Sind so knappe 6 Minuten, glaube ich. Und dann sind wir dort. Ja, voll vergeigt. Wir hätten schon längst dort sein können. Wenn ich den Schlenker nach Napoli nicht gemacht hätte. Aber, ja. Corso. Oh oh, jetzt geht's die Berge runter. Ich wusste gar nicht, dass das hier so bergig ist. Ups. War mir so nicht bewusst. Schönes Sonnenblumenfeld. Gut, das war ohne Ladungssensor, dann können wir relativ schaltfaul hier fahren. Das zieht er dann. Ups. Abbiegen, sonst scheppert's wieder ganz laut. Jetzt macht es nämlich ganz laut Rums, wenn wir da gegen die Begrenzung fahren. Das wollen wir nicht, oder ich will es auf jeden Fall nicht. Rot. Also ein schönes italienisches Dörfchen. Oder zumindest so, wie ich mir so ein Dörfchen vorstelle. Grün. Und 70 dürfen wir.
Die sollten wir dann aber auch fahren, aber auch nicht mehr. Müssten jetzt eh dann gleich dort sein. Sollten jetzt gleich am Ziel sein. Hoffe ich. Ich habe mich ja hoffentlich nicht schon wieder verfahren. Oh. Wow. Wo geht's denn hier hin? Wow. Guckt euch das an. Schick. Schick, schick. Das ist ja mal richtig nett gemacht. Ich weiß gerade gar nicht, was wir eigentlich transportieren sollen, aber es verspricht spannend zu werden. So, was haben wir denn? Genau, nach Lil. Hüttenkäse. Ach, wir sind in der Käserei. Okay. Auftrag annehmen. Wo müssen wir denn hin? Da. Ach, der ist das. Okay. Wir sind in der Käserei. Schick, schick, schick. Richtig nett. Ah, und da sind die Kühe, die man transportieren kann. Wenn ich jetzt noch in die richtige Richtung schalte, wäre es perfekt. So, sitzt, passt, wackelt, hat Luft. So. Ladung haben wir aufgenommen. Damit beenden wir die Folge für heute. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei, wenn wir dann aufbrechen in Richtung Lil. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.